aus den Büchern des Theron in der Bibliothek von Schattentum. Wir belagerten Dolmir nun schon mehr als 14 Tage. Langsam ließ der Widerstand von Ornis nach. Wir hatten die Hauptstadt der Provinz umstellt und schnitten seinen Männern den Nachschub ab. Dolmir war unvorbereitet, so war es ein leichtes, die Grenzen zu passieren, und wir mussten kaum kämpfen, denn unsere Anführer, die gefallenen Engel, vernichteten ganze Bataillone des reichen Mannes mit kaum einem Fingerschnipsen. Wir glaubten uns schon siegessicher. Doch Ornis war nicht so einfältig wie Unit, und dazu kam noch sein unglaubliches Vermögen, mit dem er einfach neue Armeen aus dem Boden stampfen konnte. Dies wurde fast zu unserem Verhängnis, und nur durch Informationen von Erida, welche er durch sein hervorragendes Spionagenetzwerk erlangt hatte, verhinderte er einen Sieg des Händlers, der mit einer Armee furchterregender mächtiger Kreaturen von Süden her vorrückte. Seine Armee geriet in einen Hinterhalt und wurde von Erida zu Staub zermahlen. Fast gleichzeitig führte der Anführer der Dolmirischen Garnison aber seine Truppen zu einem Ausfall, auf den wir nicht gefasst waren. In einer blutigen Schlacht durchbrachen sie den Belagerungsring und zersprengten unsere Truppen. Mit letzter Kraft schafften es die Engel, den Anführer zu töten und die feindliche Moral zu brechen. Der Sieg war unser. Dolmir war zurückerobert, ein weiterer Sieg für die Dunkelheit. Das alte Reich der Nacht ist nun fast wiederhergestellt. Am nächsten Tag kam Theron ins Lager und verkündete von der Annexion von Tana, und wir wussten, dass Theron zu seiner alten Stärke zurückgefunden hatte. Nicht mehr lange und sein Schreckensreich der Nacht würde erneut die Verderbnis über Terrica bringen. Nicht mehr lange und sein Schreckensreich der Nacht würde erneut die Verderbnis über Terrinka bringen. Wieso sage ich bringen?